Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem zweiten Sendung, fast ein halbes Jahr jetzt, Herr Oberbürgermeister Christian Götz. Die lautet 15 Minuten für den Brucker Oberbürgermeister. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, ja, und freue mich, dass wir heute eben unsere zweite Sendung machen. Habe natürlich wieder einige Fragen eingepackt, weil deswegen sind wir ja hier, die uns interessieren. Und ich möchte gleich zu einer ganz aktuellen Frage kommen. Konvention Fliegerhorst. Wie zufrieden sind Sie erst einmal mit dem bisherigen Status? Also ich bin im Grunde sehr zufrieden. Also was das, den Verlauf des Wettbewerbs angeht, es war ja ein großer internationaler Wettbewerb, ein zweistufiger, der sich über im Endeffekt, also wenn wir zurückblicken, das erstmal die Auslobung des Wettbewerbs, erstmal diesen Auslobungstext zu erstellen mit all den wichtigen Dingen, die da reingehören. Je präziser der Auslobungstext, desto besser das Ergebnis dann letzten Endes im Wettbewerb, ja, weil die Wettbewerbsteilnehmer dann genau wissen, worauf es eigentlich ankommt. Also muss dieser Auslobungstext sehr gut und sehr präzise sein und möglichst wenig unbekannten Spielraum lassen. Das ist natürlich ein großer Aufwand, so einen Auslobungstext hinzubekommen. Dann geht es auch darum, zum Beispiel, wir haben eine Extrarunde noch gedreht, um die Nachbarkommunen mit einzubinden, um auch die Bürgerinnen und Bürger mit einzubinden, deren Wünsche, unterschiedliche Stakeholder, die Beiräte und sowas, haben wir alles mit eingebunden. Dann haben wir endlich irgendwann den Auslobungstext gehabt, dann haben wir den Wettbewerb ausgelobt, dann haben wir über ein Vorauswahlverfahren eines externen Büros sind dann 19 Arbeiten letzten Endes eingegangen, und diese 19 Arbeiten haben wir vergangenen Herbst im September in einer zweitägigen Klausur im Preisgericht von insgesamt fast 50 Leuten haben wir die beackert, und aus dieser ersten Runde sind dann hervorgegangen 5 Entwürfe, die in die zweite Runde gegangen sind. Letzte Woche haben wir es dann präsentiert, das zweite Preisgericht war am 24. April, da haben wir dann den Siegerentwurf gekürt. Ich bin sehr zufrieden, es ist tatsächlich der Entwurf, der mir auch am besten gefallen hat. Es gab ein paar, die in der engeren Auswahl für mich persönlich waren. Und der ist es dann geworden. Das ist ein ganz, ganz toller Entwurf, mit dem wir wirklich schön in die Zukunft segeln können. Die ganz große Qualität dieses Entwurfs war, dass der zum einen ganz viele vorhandene Gebäude erhält, auch wenn sie nicht unter Denkmalschutz stehen. Zweitens, wenn neu gebaut wird, fast ausschließlich auf bereits versiegelten Flächen vorsieht, eine neue Bebauung. Und also drittens sehr viel Bezug nimmt auf vorhandene Landschaftsstrukturen, also Gehölze, Wiesen und so weiter, also das alles erhält und eigentlich um diese vorhandenen Strukturen rum sich entwickelt. Das ist das eine, also das Räumliche. Und das zweite ist, dass dieser Entwurf einen Prozess zulässt. Also das heißt, es wird ja nicht so sein, dass, sagen wir mal, wenn 2026 oder 2027 die Bundeswehr abzieht, das Tor aufgeht und die Zäune fallen, dann kommen ja nicht 60 Kräne und ziehen hier eine neue Stadt hoch. Ja. Es wird im Kleinen anfangen, wir werden über Zwischennutzungen und so weiter, über so praktisch so Kristallisationskeime, die schon vorhanden sind, wird dieses Gelände über einen langen Prozess, einen langen Zeitraum von vielleicht 25, vielleicht sogar 30 Jahren entstehen. Und das ist das, was dieser Entwurf tatsächlich zulässt. Er spannt sozusagen ein Raster auf, und innerhalb dieses Rasters ist aber sehr viel Flexibilität. Also zum einen, was die Art der Bebauung angeht, man fängt vielleicht klein an und kann noch was draufsatteln, zum anderen aber auch, was den zeitlichen Verlauf angeht. Also es ist von dem her ein unheimlich, wie soll man sagen, ein unheimlich realistischer Entwurf. Ja? Also das ist, so kann man sich's vorstellen. Mhm. Ja. Ich würde einen Blick mal zurück noch werfen zu diesem Prozess, einfach dahingehend. Sie haben ja auch davon gesprochen, dass die Bürgerbeteiligung, das war ein wesentlicher Punkt auch, der in diesen Prozess mit eingeflossen ist. Können Sie uns ein bisschen eine Vorstellung geben, wie viele Bürgerinnen haben sich da beteiligt, wie viel von diesen Ideen sind da mit eingeflossen? Ja, das ist ganz schwierig. Ich kann Ihnen tatsächlich keine Zahl sagen, aber ich würde mal sagen, insgesamt, wir haben unterschiedliche
unterschiedliche Gruppen innerhalb der Bevölkerung angesprochen. Es hat ein Format für Jugendliche gegeben, es hat ein Format gegeben, wo dann eben praktisch über die Beiräte die Bürgerschaft vertreten war. Es hat unterschiedliche Öffentlichkeitsveranstaltungen gegeben, wo die Entwürfe präsentiert wurden und dann sind sie eine ganze Zeit ausgestellt worden in unserem Stadtlabor. Und dann ist es natürlich auch vor allen Dingen ganz viel Beteiligung online gelaufen. Und all diese Anregungen sind praktisch nach der ersten Runde vor allen Dingen an diese fünf Siegerentwürfe auch weitergegeben worden. Und es war auch die Aufgabe dieser fünf Sieger, die die erste Runde sozusagen überstanden haben, möglichst viel von diesen Anregungen dann in dem fertigen Entwurf, den sie dann in der zweiten, also sozusagen im zweiten Preisgericht dann begutachtet wurden, da sollten möglichst viele von diesen Anregungen drin sein. Übrigens soll es auch nicht aufhören, es soll auch weitergehen. Wir werden jetzt einen Rahmenplan vergeben, also jemanden mit, also eigentlich im Idealfall das Gewinnerbüro Adept aus Kopenhagen ist es, mit dem Rahmenplan beauftragen und auch da wird es wieder Bürgerbeteiligung geben. Also der ganze Prozess, die ganze Zeit, von mir aus die nächsten 25 Jahre, immer im Austausch mit der Bürgerschaft und mit den Leuten, die da letzten Endes wohnen, arbeiten, leben. Das Ganze muss ja auch irgendwann einmal investiert werden. Aber gibt es da irgendwo schon eine sag ich mal, Planung, wie das Ganze überhaupt in welcher Form investiert werden kann? Wird das nur rein über Investoren dann letztendlich stattfinden? Oder hat man auch hier die Möglichkeit über Beteiligungsprojekte, über Genossenschaften, was auch immer? Ja, ja, also das ist natürlich eine spannende Frage. Das ist eine Aufgabe für die Zukunft. Das können wir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Ein Hauptgrund ist, dass wir ja überhaupt nicht wissen, was die BIMA, die Bundesimmobilienagentur, die dieses Gelände von der Bundeswehr dann übernimmt, wenn die Bundeswehr abzieht und dann für die also sozusagen für den Bund, für die Bundesrepublik Deutschland vermarktet. Und dann muss erstmal geschaut werden, was wollen denn die überhaupt für welche Fläche haben. Also eine Wertermittlung muss da erstmal stattfinden. Dann hat man ungefähr eine Idee, welche Investitionskosten hier, sage ich einfach mal, pro Quadratmeter zu erwarten sind. Das sind ja ungefähr 200 Hektar, also ein riesiges Areal. Und das ist natürlich auch nicht ganz unterschiedlich. Da gibt es Bereiche, die werden ganz günstig sein oder gar nichts kosten. Da gibt es Bereiche, da sind vielleicht Altlasten drauf. Da muss man wahrscheinlich der BIMA noch was bezahlen, dass man die überhaupt übernimmt. Ja. Dann gibt es Gebäude, die stehen unter Denkmalschutz, die werden auch nicht besonders viel kosten, weil ja eben das Erhalten der Gebäude auch wahnsinnig teuer ist. Und dann gibt es aber Bereiche, die werden mit Sicherheit sich irgendwo an dem Grundstückspreis eines Gewerbegebiets orientieren, sage ich mal. So, und wenn also eine Wertermittlung für diese unterschiedlichen Teile da ist, dann kann man, dann weiß man mehr, sagen wir mal so. Letzten Endes wird es aber schon so sein, dass der Löwenanteil dieses Geländes über irgendeine Form von Investor wahrscheinlich entwickelt werden muss, weil das sind Summen, das kann sich eine Stadt wie Fürstenfeldbruck nicht leisten. Zumal unabhängig von unserer prekären Finanzsituation aktuell ist es, auch wenn es uns besser ginge, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wir haben halt die Planungshoheit, wir können sozusagen jetzt Baurecht schaffen oder so. Ja? Und also von dem Ausgangspunkt jetzt, es gibt noch kein Baurecht, dahin wir schaffen Baurecht, entsteht ja auch ein Wert. Und diesen Wert, den können wir sozusagen vielleicht vermarkten und an dem können wir auch partizipieren. Können sagen, okay, Investor, haben jetzt hier ein Bebauungsplanverfahren durchgezogen, du kannst jetzt von der BIMA zum Beispiel dieses und jenes Areal kaufen, dafür machst du für uns aber hier nebenan, sag ich mal, geförderten Wohnungsbau. Ja, oder wir können auch mal was vielleicht zwischenfinanzieren, dass wir von der BIMA ein Stück kaufen, entwickeln und dann an einen Investor weiterverkaufen, damit auch einen Gewinn generieren und was weiß ich zum Beispiel die Sportanlagen dafür übernehmen oder sowas. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber mit Sicherheit werden Investoren von außen da eine ganz große Rolle spielen. Wer übrigens auch eine Rolle spielen wird, erfreulicherweise, ist die BIMA selbst, die nämlich jetzt erst ganz aktuell in einem Gespräch sich geäußert hat, sie würden eigentlich auch gerne selber Wohnungen bauen. Und wenn die BIMA selber Wohnungen baut, nach unseren Vorstellungen, nach dem, was da im Siegerentwurf eben geplant ist,
dann ist das ja eigentlich zu begrüßen, sind auch meistens Wohnungen, die dann bezahlbar sind. Wir haben ja jetzt auch schon die bisschen prekäre Lage, Finanzlage in Fürstenfeldbruck angesprochen. Wir wissen ja nun, dass Sie jetzt Prioritäten gesetzt haben, dahingehend, dass für Sie jetzt Projekte wie die Eishalle, mhm. Wie das Hallenbad nach hinten geschoben worden sind, um letztendlich dieses Projekt, dieses Bauhaus, dass das verlagert wird, um hier eine Entwicklungsverlagerung, Bauverlagerung, dass dort dann dieses Entwicklungsprojekt, was Sie ja schon lange, glaube ich, in der Stadt im Kopf haben, dass dieses dann tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Ja. Können Sie uns da noch ein bisschen zu dieser doch ziemlich prekären Situation auch in Fürstenfeldbruck und zu eben speziell eben dann zu dem Thema was sagen? Ja, genau. Also es ist halt so, uns geht es im Grunde so wie ganz vielen Kommunen hier im Münchner Umland. Ich habe mich auch so in letzte Woche nochmal so ein bisschen die Zahlen bei den anderen Städten und Gemeinden angeschaut. Da schaut es überall, also soweit die Zahlen verfügbar waren, oder man hat es ja auch in der Zeitung gelesen, da schaut es überall nicht besonders gut aus. Es ist ganz schwierig überall. Die Kommunen haben alle die gleichen Probleme. Letzten Endes sind die Lohnkosten durch die Decke gegangen. Und dann kommen halt zum Beispiel auch noch wahnsinnig hohe Energiekosten dazu. Dann wann immer man irgendetwas mit Bauen zu tun hat, wird es teuer und so weiter. Also das ist, ich will nur sagen, wir sind jetzt hier keine Ausnahme in Bruck. Uns geht es vielleicht ein bisschen schlechter als anderen aus unterschiedlichen Gründen, aber grundsätzlich ist das Problem überall das Gleiche. Und es ist auch so, weil immer gesagt wird, Bruck hätte zum Beispiel so wenige Gewerbesteuereinnahmen, das ist richtig. Es ist nicht so wahnsinnig viel. Wir gehen für 2024 von ungefähr 22 Millionen Euro Gewerbesteuer aus. Also so wenig ist es jetzt tatsächlich gar nicht. Das Problem ist, dass wir die Summe 1:1 in Form der Kreisumlage oder sogar noch mehr, ich glaube Kreisumlage, das ist das, was die Kommune an den Landkreis zahlt, weil der Landkreis natürlich kommunale Aufgaben übernimmt, ist auch vollkommen in Ordnung, dass man dafür was bezahlt, nur das sind halt, glaube ich, für 2024, für uns sind das über 28 Millionen Euro, die wir an den Landkreis zahlen. Das heißt, da verschwindet unsere Gewerbesteuer in einem Loch und das Loch ist noch nicht mal ausgefüllt damit. Ja. So schaut es aus. Unser aktueller Schuldenstand, also oder sagen wir voraussichtlich bis Ende diesen Jahres, liegt bei ungefähr 23,7 Millionen Euro Schulden. Das ist nicht viel mehr als Ende letzten Jahres. Also wir halten ungefähr unsere Verschuldung, ungefähr, aber eigentlich sollten wir die ja abbauen und nicht auf einem Status quo halten. Das ist ein bisschen unser Problem. Wir haben zum Glück noch Rücklagen, also das heißt Ergebnisrücklage nennt man das, haben wir tatsächlich immer noch in Höhe von ungefähr 20 Millionen Euro. Das ist natürlich schön, aber es ist nicht gut, wenn man von den Rücklagen lebt. Das tun wir seit einigen Jahren, das ist unser großes Problem. Eigentlich sollten wir jedes Jahr, das hat uns auch die Kommunalaufsicht so gesagt, aus unserem laufenden Haushalt, also aus den Einnahmen über Steuern, Abgaben und so weiter und den Ausgaben, die größten Ausgaben sind Personalkosten, besagte Kreisumlage oder auch Defizitausgleiche bei uns in den Kindertagesstätten und so, das kostet wahnsinnig viel Geld, aber unterm Strich sollte ungefähr 5% jedes Jahr übrig bleiben, unterm Strich. Ja? Und bei uns bleibt halt leider nichts übrig. Das ist das Problem. Und da müssen wir halt schauen, wie wir dieses Problem lösen. Wir müssen halt sparen. Sie haben es ja schon gesagt, große Investitionen sind überhaupt nicht möglich. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die Einnahmenseite erhöhen. Da haben wir uns ja in einigen Konsolidierungsrunden das ein oder andere überlegt. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir diese 2 Jahre, wir möchten einen Doppelhaushalt verabschieden, 24, 25, wie wir aus diesen 2 Jahren rauskommen. Ich würde schon wahnsinnig gerne nach wie vor zügig diese Sache mit der Bauhofverlagerung angehen, weil nur wenn wir den Bauhof von der Lände wegbekommen, hinaus an den Stadtrand, dann können wir das Ländeareal entwickeln. Vorher geht ja nichts.
Es müsste halt letzten Endes auch von Landes- und Bundesseite vielleicht mehr Unterstützung für diese kommunalen Pflichtaufgaben kommen. Weil wenn es jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel, ab 2026 gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule. Ja? Diesen Rechtsanspruch haben alle Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland, umsetzen müssen es aber die Kommunen. Ich meine, natürlich bekommt man da irgendwelche Unterstützungen von Land und Bund, aber es reicht halt erfahrungsgemäß hinten und vorne nicht. Es ist immer das Gleiche. Es werden irgendwelche Aufgaben auf die Kommunen verteilt. Es wird eine Finanzierung von Bundes- und Landesseite in Aussicht gestellt, aber reichen tut es nicht. Es bleibt immer ein Delta übrig, das die Kommunen übernehmen müssen. Und das kann eigentlich so nicht sein. Das Konnexitätsprinzip, wie es so schön heißt, ist hier nicht gewahrt. Es geht ja um das Zusammenspiel jetzt in all diesen Prozessen, sei es eben diese Fliegerhorst-Prozess, aber auch eben der Finanzprozess, Zusammenspiel zwischen Ihnen, Verwaltung und Stadtrat. Mhm. Wie sehen Sie da die Unterstützung? Wie haben Sie den Eindruck, wie das funktioniert? Also ich muss eines sagen, ich bin nach wie vor sehr überzeugt von meiner Verwaltung. Also ich habe es schon öfter gesagt, da sitzen an entscheidender Stelle wirklich ausgezeichnete Leute, ganz, ganz tolle Expertinnen und Experten mit guten Ideen, tatsächlich auch kreativ, wahnsinnig viel Eigenverantwortung und so weiter. Also diese Verwaltung tut in eigentlich auf allen Ebenen, was sie kann. Also das ist wirklich ganz ausgezeichnet. Natürlich sind manche Wege ein bisschen verworren und da kann man vielleicht einmal ein bisschen ausmisten an der einen oder anderen Stelle, einfach Abläufe, die komisch sind, die man verschlanken kann. Also, aber das sind Details. Also muss man wirklich sagen, die Verwaltung als solches arbeitet sehr gut. Der Stadtrat hat in Bezug auf unser finanzielles Problem, muss ich sagen, auch ein großes Verständnis mittlerweile. Also die Zeiten, wo dieses ich wünsche mir das aber jetzt unbedingt und mir ist die Realität wurscht und wenn das jetzt 3 Millionen Euro kostet, ja mei, macht doch nichts und so, die sind vorbei, ehrlich gesagt. Also das ist schon ganz gut angekommen. Es ist eher selten, dass irgendjemand auf irgendeinem Projekt, das nicht unbedingt sein muss, glaubt, bestehen zu müssen. Also es ist, man merkt schon, man ist schon ein Stück weit zusammengerückt. Also es ist dieses Dreieck, ja, Verwaltung, Stadtrat, Oberbürgermeister funktioniert im Wesentlichen gut, muss ich sagen. Und ich glaube, jeder hofft einfach, dass unsere finanzielle Situation auch bedingt durch äußere Rahmenbedingungen, ja, die uns ja die Sache ein bisschen verhagelt haben, vielleicht auch wieder besser wird, wenn sich diese äußeren Rahmenbedingungen auch wieder bessern. Und also ich muss halt schauen, wie ich irgendwie auch Unternehmen hierher bekommen, die vernünftig Gewerbesteuer zahlen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Also da helfen auch nicht irgendwelche gut gemeinten Tipps aus dem Stadtrat oder so. Und man muss schauen, dass auch die hiesigen Unternehmen, dass es denen möglichst gut geht. Also die sind ja ein ganz wesentlicher Teil dieser Stadt, jetzt nicht nur finanzieller Art, sondern einfach auch sozialer Art und so weiter. Also es ist ganz wichtig, die ortsansässigen Unternehmen auch wirklich wahrzunehmen und so. Aber es gibt kein Patentrezept. Also ich sehe es auch, immer wieder macht ein Laden zu, ja, weil es einfach der Einzelhandel Riesenprobleme hat mit dem Onlinehandel, das kennen wir alles, wissen wir alles. Wir versuchen in unterschiedlichen Formaten den Standort irgendwie zu stützen und so. Aber ob es funktioniert, ich weiß es nicht. Das ist ganz, ganz schwierig. Entscheidender Faktor wäre für mich tatsächlich, dass man die Attraktivität der Innenstadt halt steigert. Das wird, glaube ich, auch das Gewerbe, vor allen Dingen den Einzelhandel und die Gastronomie wieder ein bisschen beleben auch, ja, oder unterstützen. Ja. Ja, ich denke, das war doch jetzt ein schönes Abschlusswort von Herrn Oberbürgermeister Christian Götz. Vielen Dank wieder mal. Ja. Gerne, sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei den Zusehern heute aus dem wunderschönen Museumsgarten, ja, und freue mich schon auf unsere nächste Session. Vielen Dank.